Das ist laut hier gerade. Der LKW ist auch so laut. Oh. Warum ist das alles so laut? Scheiß Pflanze da oben. Oh, meine Fresse. Nein! Oh, oh. Hast du geerntet? Nee, ich muss jetzt mal weg hier. Hast du noch von deinen Kichererbsen was? Ja. Ah, ist so tierisch laut hier. Ist das bei dir auch so laut? Ja. War jetzt geht's Feuer nicht. Mir. Schmeiß mal in die Dinger. Wie bist du hier eigentlich hergekommen? Aus dem Raum gefahren. Den ganzen verschissenen. Ja, aber wie Weg. Kommt man. Wie kommt man hierher? Da hab ich doch. Guck mal, ich war da oben in diesen Pflanzen da. Ja. Ey, Philly, die Kiste kriege ich nicht. Nee, ich krieg die. Gib mir mal ein paar von deinen Zauberrohren. Ja, warte mal, ich leg die hier oben hin auf die Ebene. Auf, ja, genau. Warte mal, Sekunde. Da ist auch so was laut hier. Hier. Moment, da. Sekunde, wo sind sie denn jetzt? Hier. 52, okay, danke. Jetzt müssen wir die Daumen drücken. Soll ich dir noch ein bisschen Zeug ablegen? Warte mal, ich... Beton oder was? Nee. Nee, wozu? Ich komme eh nicht mit. Okay. Okay. Am besten wir basteln uns jetzt den Atemanzug. Aber gut, okay, versuch dein Glück. Hier, ich habe noch eine grüne Elektroschnecke. Ja, bring, ja, gib die mal her. Falls ich sterbe. Und die kannst du auch noch einpacken. Hast du, sag schnell, ist dein Inventar leer? Dein jetziges, nee, meine ich? Sag ich ja. Ach, die Alien-Panzer, brauchen wir die wirklich noch? Ja, aber halt einfach. Ja, mehr habe ich, mehr Platz. Einen noch? Ja, die kann ich noch nehmen. Kabel? Kabel, gib mal her, wie viel? Ja, geht. Okay, sehr gut. Und jetzt habe ich nur noch Beton. Kannst du mir auch geben. Okay. Nee, nicht, kann ich nicht alles nehmen. Moment, vielleicht kann ich irgendwas wegwerfen. Moment. So. Ich werde jetzt meine. Nee, kann ich nicht. Soll ich zuerst die Blume pflücken? Lass die Blume erstmal. Nee, hol die Kiste für die. Nein, wenn die so meckert, ich habe Angst, dass hier irgendwas passiert. Nee, nee. Versuch erst die Kiste zu holen, wirklich. Versuch die Kiste zu holen, E drücken, alles nehmen, fertig. Und wieder zurück. Nein, wo willst du hin? Alter. Bin ich tot? Nee, ich bin nicht tot. Nee. Aber wo bist du? Ich weiß nicht. Ich bin hier unten. Boah, ich kann nicht. Warte mal. Alter. Ich sehe dich nicht. Ich bin bei der Absturzstelle von den. Nein! Jetzt kommt ein Vieh raufgerannt hier auf die Rampe. Nein! Das gibt's doch gar nicht! Nimm ein Stück raus. Ist runtergefallen, glaube ich. Okay. Nee, ist er nicht. Jetzt ist jetzt, fällt er runter. Was konnte ich nicht holen? Das Rohrerz. Alter, der LKW ist so laut! Scheiße! Oh. Ich muss Beton abschmeißen. Wo willst du, warte mal, wo bist du ungefähr? Moment, Sekunde. Oh, Alter, ist das gefährlich hier. Die Scheiße. Warte, ich gehe mal ein Stück runter. Mann. Sekunde. Ich musste dich eigentlich von hier aus jetzt sehen. Ja. Da hinten. Oh wei, oh wei, oh wei. Warte mal, ich habe eine Idee. Mhm. Sag mir mal ungefähr, also du wirst mich wahrscheinlich nicht sehen, wo ich gerade bin, oder? Warte mal, ich schmeiße noch zwei Alienpanzer ab. Die brauche ich nicht. Wenn ich jetzt auf derselben Höhe, da könnte ich hier. Warum brauche ich nicht? Oh, ich speichere mal kurz vorher. Jetzt ist mir noch ein bisschen. Ich hoffe, jetzt hier lauter Zeug hin. Eieieiei. So, jetzt sollte ich so viel Platz haben, dass ich. Ich sehe dich nicht. Aber er ist direkt unter mir jetzt, glaube ich. Passt. Warte mal, ich gucke gerade, ob ich hier so eine Leiter bauen kann. Ja, wollte ich auch gerade machen. Fördermast. Genau, Fördermast, du kannst ja. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht? Ich versuch mal. Was ich ganz viel habe, ist Beton hier. Ganz viel. Habe ich 900.
Ich komme nicht runter mit dem Fördermast. Ist zu hoch. Ich müsste theoretisch... Ich könnte eine Treppe bauen. Warte, ich mach's anders. Ich baue von oben hier. Von dem ab, von dem einen, von der so 90-Grad-Kurve hier oben. Vielleicht komme ich runter. Ich hab nicht... Hab ich... Oh, scheiße. Okay. So, Rampe, genau. Soll ich, ich kann, wie gesagt, mit Beton kann ich alles hochbauen, ne? Ja, ich hab, also viel, das wird nicht reichen, mein Beton hier. Ich hab ganz viel. Nee, warte, lass mich von unten hochbauen. Na, ich kann ja dir entgegenkommen. Vielleicht. Ich baue mit Beton. Oh ja. Hey, nur wegen dieser Scheißkiste. Oder ich baue eine Treppe. Ja, aber da ist die Scheiße drin. Das ja, wir hätten, gut, es ist eh zu spät. Wir hätten woanders hingehen sollen. Da hätten wir hätten schon was gefunden von dem Kram. Ich glaube, das war hier. Kann ich die Rampe wieder abbauen? Brauchen wir die noch? Warum ich will ja noch schnell dahin. Hast du noch nicht dein, denke, du hast dein Zeug schon. Nein, ich hatte ja nicht genug Platz. Ach so. Ich muss nochmal hoch. Ich komme erstmal auf die Rampe. Den, ich dachte, dein Inventar war leer, denn dein. Nee, ich hatte so viel Beton, habe ich doch gesagt. Ich hatte so viel Beton. Alles klar, okay. Ich habe jetzt hier nochmal viel weggeschmissen gerade. Das war der Fehler, dass ich noch so viel Beton hatte. Aber wenn du willst, kann ich hier mal nachgucken, was hier in dem Dings jetzt gerade ist. Ich bin gerade da. Ja, wenn du es aufkriegst. Ich hoffe. Ich kann auch leider keine. Ich sehe, ich kann kein Fundament hier einsnappen. Runterwärts. Runterwärts? Das ist ein komisches Wort. Abwärts hier. Das geht gar nicht. Ich verstärkte Eisenplatten liegen hier rum. Soll ich die mitnehmen? Eigentlich nicht, oder? Rad haben wir sowieso. Verstärkte Eisenplatten. Modularer Rahmen 9. Die nehme ich mal mit. Ah, hier liegt lauter Krempel rum. Oh, Motoren sind hier drin. Reparatur erforderlich. Benötigt 20 Strom. Da sind Motoren drin, Jan. Okay. Also nichts wirklich. Und Stahlbetonträger, 27 Stück. Soll ich mitnehmen? Naja, ja. Ich nehme sie. So, okay. Ich sehe eine Schnecke, glaube ich. Aber die ist. Boah. So. Ist eine, ich sehe auch keine. Das war zu weit weg. Ja, ist zu weit weg. Schade. So, wie hoch muss ich? Zu hoch. Dann baue ich halt Treppen. Oder Treppen mit Scheiße, wa? Ich habe gerade rausgefunden, wie ich nach den einzelnen Farben scannen kann, der für Schnecken. Ach so? Ja. Also allgemein cool. Geht. Und dann kann ich nach grünen, gelben und violetten Schnecken scannen. Mhm. Wahnsinn. Cool.
aber ist eben von hier. Ja, ich stehe hier doof rum. Aber wenn wir unseren Schutzanzug irgendwann haben, ne? Ja, dann können wir da durchlaufen durch diese. Ach, da liegt aber noch. Dem. Hm? Deswegen brauchen wir auch das. Ja? Kann es sein, dass von deiner Position aus Richtung Westen eine Schnecke liegt an der Kante da, oder ist das nur eine Lichterscheinung? Nee, das ist glaube ich nur Licht. Nee, ist keine, sehe ich gerade. Ich habe schon zwischendurch immer ein bisschen geguckt. Baue ich noch richtig? Ja, ne? Von da oben sieht man es ja besser. Du bist schon fast so hoch. Also wenn du jetzt hier zu mir kommen willst, dann ist das schon fast so hoch. Na, ich will irgendwo eine Rampe kommen. Ja, ja. Okay. Müsstest du eigentlich gerade in die, ja, in meine Richtung bauen. Dann müsste es funktionieren. Erstmal. Brauchst du mich eigentlich noch hier? Ansonsten würde ich nämlich zurückgehen. Na. Also richtig helfen kann ich dir jetzt eigentlich auch nicht. Kannst du nur noch ein paar Erbsen da lassen? Noch mehr? Ich habe jetzt noch 38. Aber okay. Vielleicht sollte ich es auch schaffen. Warte mal, wie viel habe ich denn noch? 36 habe ich auch nur noch auf der Tasche. Plus. Ja, dann lass. Nee, lass. Plus nicht. Ich das war's, schon, oder? Plus 7, ja. Zur Not muss ich halt nochmal hin. Dann würde ich nämlich schon mal weitermachen. Oh, Alter, ist das hoch. Warum muss ich denn so hoch? So weit runtergefallen? Ohne zu sterben? Erstaunlich, ja. Das ist erstaunlich. Bist du an der Wand lang gerutscht, oder? Keine Ahnung, sieht so aus. Ich hab dich gesehen. Aber stand hier auf der Wiese. Okay. Alter, was hab ich denn da für ein Geräusch gehört? Wow. Okay. Achso, kann ich ja nochmal scannen hier. Allgemein. Nee, ist nicht. Alles in die andere Richtung. Da hinten ist eine. Ist aber weit weg. Was? Schnecke. Achso. Ja, die ist hinten am. Richtung Wasserfall. Okay. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Scheiße. Brumm, 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 brumm. Da kann ich ja schon mal die Schnecke hier umwandeln. Ja, das kannst du machen. Und hier ist Kohle. Das Auto kriegst du den LKW eigentlich? Achso, da muss ich scheiße, den habe ich da stehen lassen. Ja, den kann ich holen. Achso, du meinst den, der bei dir da ist? Ja. Nee, da komme ich nie ran. Also nicht, dass ich da, nee. Und vor allen Dingen, ich weiß an dem Moment gar nicht, wo ich hinfahren soll. Achso. Das ist ein bisschen riskanter, der steht ja direkt an der Klippe. Nee, aber den anderen, den muss ich zurückholen. Scheiße. Den habe ich jetzt stehen lassen da unten. Ja, aber der ist nicht weit weg. So, drück mir die Daumen. Ach, da hinten ist er ja. Naja, mal gucken, hoffentlich. Sehr risky. Ich hab's. Okay. Abflug. Ecke. Die kommen wieder.
Nimm die kostbaren Platten mit, Mensch. Ich hätte gerne noch das Auto gerettet, aber machen wir nächstes Mal. Ach so, okay. Ja, so mal. Also sieht bestimmt lustig aus, die Brücke von Wand. Ja. Von ganz hinten. Ja. Hat bestimmt noch keiner gebaut, so eine Brücke. Nee, das ist wohl wahr. Da bist du. Hä? Komisch, jetzt staunen sich die Eisenplatten hier. Bei dem. Egal. Ja. So, jetzt habe ich meine Nagelpistole wieder. So. Ich doof, dass ich jetzt nur in den einen Miner hier eine Schnecke werfen kann, aber besser als gar nichts. So. Ach nee. Nicht hier rein. Blödsinn. Nicht in den. Da rein. Genau. So. In den. Ja, und irgendwann können wir dann einen Zug hier lang schicken. Und der kann uns dann einfach das Erz holen. Ja. Weißt du, jetzt haben wir ja sozusagen die Brücke für den Zug. Hier hinten werden wir sowieso nicht nochmal hingehen, außer um das zu bauen. Hm. Schätze ich mal. Richtig, genau. Einmal die Quelle anzapfen und dann war es das eigentlich ja schon. Ja. Da ist uns ja wurscht, wie die aussieht, die Brücke. Hauptsache, sie ist jetzt schon mal da. Ja, wie? Moment, du willst auch nicht einen Zug auf die Brücke langfahren lassen, oder? Warum nicht? Das geht ja nicht, kannst ja knicken. Der wird so wahrscheinlich gar nicht fahren. Meinst du? Nein, nee. Ich weiß nicht, ich würde es mal ausprobieren. Ah, da bauen wir eine schöne Brücke für die. Dann brauchst du die. Das krumpelige Ding da. Aber ist ja, nun ja. Vielleicht solltest du das Spiel alleine spielen. Ach komm, ein bisschen. Dann ist es so, wie du das möchtest. So ein bisschen, Wert auf ja, aber nicht für Sachen, die wir gar nicht brauchen. Ja, eigentlich. Ja, aber stell dir mal vor, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, du kannst doch niemals davon ausgehen, dass auf dieser Brücke jemals ein Zug fahren wird. Wie denn? Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Unsere komischen LKW sind ja auch da hochgekommen. Ja, okay, das ist wieder was anderes. Also ich meine, das wäre mir echt ein Wunder. Aber ja. So, also. Ich wollte jetzt, warte mal, wo war denn das jetzt? Jetzt, was ich gemacht habe. Scheiße. Ja, das war ja doof, ne? So, eigentlich wollte ich jetzt. Das Lager war zu viel. Da.
Gut. So, für was? Wofür wollte ich jetzt die... Ich brauchte das doch für irgendwas hier. Warte mal, Kupferbahn. Dann da. Platine. Kunststoff. Quarzkristall. Brauchen wir das? Genau. Genau, für die komische Säure hier. Genau dafür wollten wir. Okay, stand da nichts dabei, was die macht oder was für was wir die brauchen? Nee. Ja. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was ihr macht. Ja. Jetzt denke ich mal, müssen wir Erdöl finden. Vielleicht muss ich die in den Scanner hauen. Kann das sein? Ich kann. Ja, das ist denkbar, ja. Macht Sinn, auf jeden Fall, ja. Festplatte haben wir keine mehr, ne? Warte mal, doch, oder? Habe ich nicht eine noch? Die habe ich dir gegeben, oder? Wie waren das? Die liegen. Ich glaube, die habe ich in die Kiste geschmissen, am Hub. Wie ist so? Turbodraht. Turbodraht hat sich doch schon einiges gemacht. 82, das reicht ja wohl. Den kann ich dann als nächstes scannen. Der Scan ist fertig in 10 Minuten. Gut. Okay. Sehr gut. Auch dieses Mycelium-Zeug hier, was ich jetzt gefunden habe. Mycelium, ja, diesen Pilz da. Hm. Genau. Das war auch wichtig. Ja. So, so einen Scanner muss ich mir noch machen. Mhm. Was für einen Scanner meinst du jetzt? Also Na, diesen Superscanner hier, den du auch hast, den für Schnecken. Ah ja, genau. Ja, der ist sehr hilfreich.